Willkommen zurück zwischen den Ninjas Tube. Ich befinde mich jetzt in Episode 1. Ein Blick zurück auf Panko Hazardo. Nukiki. Kann ich den Baum eigentlich kaputt machen? Bam, es geht. Ist nur die Frage, ob mir das was bringt. Stempel. Bats. Was ist das für ein Ort? Ich habe das Gefühl, ich war ja schon einmal. Hier drüben. Punk Hazard. Wie ich gesagt habe. So. Du kannst die Gegenstände aus dem Gras oder aus Fässern als Beute zurück in die Stadt bringen. Diese Gegenstände eignen sich zur Erweiterung der Stadt und für andere Sachen. Sammle so viele wie möglich. Wähle im Pausenmenü Items und dann Beute aus, um deine gesamten Gegenstände anzusehen. Denk dran, du kannst deine Beute nicht einsetzen, bis du es zurück in die Stadt geschafft hast. Das war ein Holzblock. Okay, also lohnt es sich ja mal wirklich, hier so den ganzen Stuff umzuhauen. Zumindest der, der angreifbar ist. Ein Drache. Ist es vielleicht Fleisch? Der Waschbär ist sogar auch ausgewichen. Gar nicht so schwach, war. Die Aktionstaste. Manchmal wirst du im Verlauf deines Abenteuers die Aktionstaste angezeigt sehen. Drücke Kreis, bevor die Anzeige verschwindet, um Aktionen wie Ausweichen oder Konter auszuführen. Die Aktionstaste ist ein Mittel, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Bam, perfekt ausgewichen. Starke Stimme. Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken ausführen, die als starke Stimmen bezeichnet werden. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder Hilferufe antworten. Du erhältst TP und Boni. Wenn R1 angezeigt wird, drücke R1, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreib es nicht, ansonsten wird die Verwendung längere Zeit besperrt. Okay. Das mache ich zum Beispiel jetzt nicht. Weil ich ja noch voll bin. Und es gesperrt wird. Bam, wieder perfekt ausgewichen. Lol, obwohl er ausgewichen ist. Jetto, Pistole. Bazooka, Stempel. Ich habe gleich wieder eine Aktionsliste voll. Autsch. Ich stehe gerade ein bisschen ungünstig. Ah, das ist besser. Das hat aber gut Schaden gemacht. Setze die erlernten Fähigkeiten, um den Drachen zu verprügeln. Achso, ich hätte das, glaube ich, gerade einfach nur machen müssen, damit das Tutorial beendet ist. Das war schon. Dein Fleisch, gib es mir! Du frisst Drachen? Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte immer, Drachen wären selten. Heutzutage sind sie aber überall. Sanji ist auch nicht da. Ich werde also einfach ein Feuer entfachen und... Hä? Mein Fleisch, wo ist es? Ach ja, stimmt. Jemand ist damit weggelaufen. Wer? Ich glaube, es war jemand, der ständig... Juhuhuhuhu sagte. Es war also... Er ist der Fleischdieb. Der Idiot, ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Aber was wird aus seinen Freunden? So, dann suchen wir mal den Fleischdieb.
So, dann kann ich bestimmt auch die Kisten hier aufmachen. Kalaschnikow. Bäm. Stempel, wenn er schon mal am Boden liegt. Ja, wie du bist in Ordnung, sagt er. So. Ich wollte aber jetzt noch gucken, ob ich hier irgendwie... Da war nichts drin. Hier kann ich nichts machen. Und das ist auch noch versperrt. Bestimmt wegen Slimy. Ich wollte gerade sagen, da ist aber was drunter. Ich muss nur irgendwie ein bisschen Angriffe machen aus der weiteren Distanz. Stück Explosivstein. Was das mit One Piece zu tun hat, frage ich mich zwar, aber naja. Das halt nicht. Platz, was ist das? Gum Gum Peitsche. Gum Gum Kalaschnikow. Gum Gum Pistole. Ah cool, dann kann ich dich dann auch verbrennen, indem ich einfach den doofen Gegner gegen schuppe. So. Fast beim nächsten Checkpoint. Hier ist noch was. Drei rostiger Schrott und normaler Reis. Na dann, kann ich mir schon was zu essen machen. Hier war rostiger Schrott drinne. Mugiwa, da ist der Stroh, da haben sie gesagt. So, du liegst gerade schon neben mir. Oh, was hast du denn? Ach, hat auch Schrott dabei. Warum die alle Schrott mit sich rumführen? Normales Mehl. Autsch. So, hier ist eine mysteriöse Wand. Punkte der verlorenen Wörter. Manchmal findest du die Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei einer Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für dieses Ort... Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Anti-Gift-Ausrüstung und hol das Wort. Ja, das sind doch hier die... Genau. Wie sie einfach aus dem Nichts erscheinen. Ja. Eine Schatzkiste ist erschienen. Schatz! Ruffy, mach es auf. Nukiki. Schlüsselwort gefunden. Der Gummipirat. Starke Worte sind besondere Wörter, die die Fähigkeiten der Strohpiraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeit, eigene und Items. Fähigkeit Wörter, du erhältst sie im Verlauf deines Abenteuers, sie verbessern die Fähigkeit deiner Charaktere. Eigene Wörter, du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Item Wörter, lege diese in die Itempalette, dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Du hast mehr starke Wörter aller drei Arten, während sich dein Abenteuer weiterentwickelt. In der über Info im Pausenmenü zu erreichenden Wortliste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Aber denke dran, du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange du nicht zurück in die Stadt gehst. Geh durch den Punkt der verlorenen Wörter.
Das tue ich auch gleich, aber ich will die Sackgasse hier noch untersuchen. Aha, ein Holzblock. Sieh an, da ist noch was. Feine Asche erhalten. Autsch. Habe ich den Baum nicht schon kaputt gemacht? Okay, eigentlich wollte ich gerne hoch. Ah, da komme ich vielleicht noch hoch. So, Wand weg. Du hast den Weg geöffnet mit der Gummipirat. Wow, die Maus ist verschwunden. Hier liegt nämlich noch was. Drei rostiger Schrott. Autsch. Natürlich falle ich dann auch noch komplett runter. Und Waschbär springt auf mich drauf. Na geil. Aber mehr scheint hier nicht zu sein. Neue Gegner. Die Masse seltener. Komm, komm, Peitsche. Komm, komm, Pistole. Bam, und alles tot. 100 Berry gefunden. Ja, cool. Ja, was passiert jetzt? Oh, eine unsichtbare Wand wahrscheinlich. Aua. Komm, komm, Kalaschnikow! Bam. Achso, falsche Taste gedrückt. Komm, komm, Preise. Und die haben was hinterlassen, eine Glasscherbe. Oh, meine Aktionsleiste ist auch voll.